Hallo, meine lieben Zuschauer. Heute geht's um dieses kleine Buch von Wladimir Nabokov, das ich mir im Antiquariat in Leipzig geholt habe. Ja, die Adresse dazu nochmal auf diesem Lesezeichen. Ritterstraße 16 in Leipzig, in der Innenstadt. Gleich neben bzw. hinter der Thomaskirche. Thomaskirche? Nikolaikirche. Ich meine die Nikolaikirche. Genau. Für 1 Euro habe ich mir das geholt. Ich habe es bei Amazon auch gesehen. Es gibt es da auch, aber es kostet ein bisschen mehr. Also wenn man schon bedenkt, dass da meistens Versandkosten dabei sind. Und ich habe es, glaube ich, auch für 2 Euro gesehen plus Versandkosten. Also ich habe es schon billiger bekommen für 1 Euro im Antiquariat. Aber ich glaube nicht, dass sie das nochmal da haben. Also ich weiß nicht. Müsst ihr fragen gehen. Es könnte sein, dass sie es noch haben, aber es würde mich sehr wundern. Genau, handelt sich dabei um ein Buch mit Erzählungen. Das Ganze heißt Eine russische Schönheit und die Geschichten in diesem Buch wurden übernommen aus Wladimir Nabokovs Erzählungen. Da gibt es ja diese ganz dicken Bände mit Erzählungen. Irgendwo hier hinten stand das auch mit dabei. Gesammelte Werke, eine Auswahl, genau. Ja, so. Nein. Das meine ich gar nicht. Auf jeden Fall stand hier irgendwo drin, dass es aus Erzählungen von Wladimir Nabokov entnommen ist. Erzählungen 1 und Erzählungen 2, genau. Und dieses Buch hier kam 1996 dann raus mit einer ganz, ganz kleinen Auswahl an Erzählungen von Wladimir Nabokov. Und ja, die erste Geschichte ist die Geschichte, die dem Buch ihren Namen gibt, also Eine russische Schönheit. Dabei geht es um eine Frau, die wohl nicht unbedingt gut aussehend ist, sondern irgendwie eine natürliche Schönheit hat, die auf Männer anziehend wirkt, aber sie ist nicht so, also es ist keine Frau zum Lieben, sondern nur eine Frau zum Schönfinden, sagen wir es so. Genau. Und eine sehr tragische Geschichte zum Ende hin, wie ich finde. Dann das zweite ist das Rasiermesser. Dabei geht es um einen Mann, der vorher in Russland bei der Armee war und sich dann später in Deutschland einen Namen gemacht hat in einem Frisiersalon, und zwar als Barbier. Also er hat die Leute rasiert und er trifft dort einen alten Bekannten wieder. Wie das ausgeht, werde ich euch nicht verraten. Es ist ein sehr, da kommt schon Spannung auf bei der Geschichte, sagen wir es so. Dann die dritte Geschichte ist der Mitreisende. Der Mitreisende besteht eigentlich aus einem Dialog, ja, und zwar der Dialog zwischen einem Lektor und einem Verlagsinhaber. Und es ist aber auch so aufgebaut, dass der Verlagsinhaber dem Lektor eine Geschichte erzählt, um ihm zu zeigen, wie man Geschichten bzw. den Leser manipulieren kann durch Geschichten, dass er in eine bestimmte Richtung gelenkt wird und am Ende ist aber alles anders, als der Leser dachte. Ja, das ist eine sehr interessante Sache, wie ich finde, so ein bisschen Psychologie, so den Leser in eine Richtung leiten. Und ich bin auch drauf eingefallen, muss ich dazu sagen. Also ich habe auch gedacht, ich habe mich leiten lassen in die Richtung, in die das Gespräch dann ging, ja. Leider. Ich habe es nicht durchschaut. Die vierte Geschichte ist dann Die Klingel. Die habe ich leider nicht ganz verstanden. Also es gibt mehrere Deutungsmöglichkeiten, was dann das Ende nun zu sagen hat. Es geht auf jeden Fall um einen Mann, der seine Mutter wiederfinden will. Er war wohl lange Zeit woanders stationiert und in anderen Ländern unterwegs und nach 10, 12, 20 Jahren will er dann seine Mutter wiedersehen und sucht sie dann auf und klingelt bei ihr, aber sie ist total merkwürdig. Er hat auch vorher schon gesagt, dass sie nie so der richtige mütterliche Typ war. Und ja, die beiden führen dann eine Unterhaltung, die ein bisschen abstrakt ist und die ganze Handlung ist eigentlich ein bisschen abstrakt, muss man so sagen, ja. Und ja, die Klinge spielt eine zentrale Bedeutung in der Geschichte, aber es gibt viele verschiedene Deutungsmöglichkeiten, was die ganze Geschichte nun eigentlich ausgemacht hat. Ja, also, das hat mir natürlich sehr gefallen, weil so kenne ich Wladimir Nabokov, ja. Das, was ich bisher von ihm gelesen habe, war auch mehrfach in verschiedene Richtungen deutbar. Und deswegen hat mir die Geschichte eigentlich mit am besten gefallen, ja, irgendwie. Auch wenn ich nicht ganz verstanden habe, was er nun eigentlich damit sagen wollte, aber es gefällt mir, dass Wladimir Nabokov den Leser animiert, selbst nachzudenken, wie die Geschichte weitergehen könnte und was das alles zu bedeuten hatte. So. Die vorletzte Geschichte ist dann Frühling in Fialta.
Und es ist die längste Geschichte in dem ganzen Buch. Dabei geht es darum, dass ein Mann an verschiedenen Plätzen oder zu verschiedenen Zeiten in seinem Leben und zu verschiedenen Veranstaltungen immer wieder einer Frau begegnet, die wohl eine unnatürliche Anziehungskraft auf ihn ausübt, aber die beiden werden nie ein Liebespaar. Ja, also es könnte, also man vermutet, dass irgendwelche Gefühle zwischen den beiden entstehen oder dass die immer wieder neu aufflammen, wenn sie sich sehen, aber es ist irgendwie sowas Aussichtsloses. Also er hat eine Frau und sie hat einen Mann und es ist alles, er hat sogar Kinder. Es ist alles ein bisschen ausweglos, ja, zwischen den beiden. Trotzdem merkt man irgendwie eine innere Verbundenheit, ja. Obwohl die beiden sich manchmal jahrelang nicht sehen und dann zufällig wieder irgendwo, ohne sich vorher abgesprochen zu haben. Auch eine interessante Sache, wie ich finde, ja. Das letzte Buch, die letzte Erzählung heißt Der Museumsbesuch. Und es geht schon sehr ins Abstrakte, so. Also der Museumsbesuch entpuppt sich dann als Ausflug in die Vergangenheit, in abstrakte, andere Welten, in Paralleldimensionen. Und als ich das gelesen habe, musste ich persönlich an Kafkas Verwandlung denken, obwohl ich Kafkas Verwandlung nicht komplett gelesen hatte. Aber irgendwie hatte ich so das gleiche Gefühl beim Lesen, so dass irgendwas ganz Komisches so vor sich geht und ich keine Ahnung habe, wohin es eigentlich führt. Ja. Auch bei der Geschichte habe ich das Ende leider nicht verstanden. Aber es war trotzdem eine interessante Reise, so in das Museum und dann in die anderen Welten. Ja, interessante Sache, ja. ob das jetzt nun Erzählungen aus Wladimir Nabokovs Leben sind oder nicht, weiß ich leider nicht so genau. Aber ich gehe mal davon aus, dass es sich einfach nur um Kurzprosatexte handelt, die er geschrieben hat damals. Und ja, das Buch sieht zwar sehr klein aus, hat aber doch tatsächlich 121 Seiten und ein bisschen was. Also, kleines Buch, aber es ist eigentlich gefüllt mit allerlei Sachen. Ja, die Geschichten sind wirklich sehr lang. Wenn man jetzt so das Buch sieht, dann kommt es so rüber, als wäre man eine halbe Stunde fertig und als hätte es eigentlich nur irgendwie 20 Seiten oder so, aber es sind doch schon recht viele. Und es ist auf jeden Fall ein interessantes Werk von Wladimir Nabokov, wenn man so in seine Erzählungen mal reingucken möchte. Die Erzählungsbände 1 und 2, die sind ziemlich dick, groß und teuer. Und da ist es schon eigentlich eine gute Alternative, wenn man mal was Kürzeres von Wladimir Nabokov lesen möchte. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja. Erschienen ist das Buch, wie ich schon gesagt habe, 1996 im Rowohlt Verlag. Ihr könnt es noch kaufen bei Amazon. Das hat damals 2 D-Mark gekostet. Also wäre es eigentlich heute 1 Euro, so viel habe ich dann wirklich dafür bezahlt, aber bei Amazon ist es leider ein bisschen teurer. Das heißt, falls ihr ein Antiquariat in der Nähe habt, dann solltet ihr wirklich zum Antiquariat gehen und gucken, ob die das da haben, weil das wäre dann wahrscheinlich billiger als über Amazon. Ja. Genau. Ich würde sagen, das war es jetzt erstmal wieder von meiner Seite und von diesem kleinen Buch und von Wladimir Nabokov. Ich hoffe, dass ich mir demnächst wieder ein paar Werke von ihm bestellen kann, die länger sind als dieses Buch. Und ja. Ansonsten sehen wir uns dann bei der nächsten Buchvorstellung wieder, wenn ihr möchtet. Ich würde mich freuen. Also wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis dann.